Gespräch an dieser Stelle mit den Fragen weniger an den neuen Bundesaußenminister Dr. Westerwelle beenden, sondern mehr an den FDP-Bundesvorsitzenden Dr. Westerwelle, so wie es ja auch in der ursprünglichen Einladung drin stand. was Johannes Vogel schon auch angesprochen hat, nämlich die Frage der Staatsfinanzen. Ich sehe ja durchaus ein, dass man sagt, es kann nicht jede einzelne Position in einen Koalitionsvertrag im Detail aufgenommen werden. Allerdings, wenn ich in der medialen Begleitung der Koalitionsverhandlungen diesen schönen Dialog ja in mehreren Medien lesen konnte, wo soll gespart werden? Wir fangen nicht an zu sagen, wo wir sparen wollen. Wahlweise hört man es einmal von der CDU, einmal von der FDP und dann der jeweils andere Partner sagt, ja wir auch nicht, dann ist das etwas, wo ich mich sehr schwer mit tue, weil ich sage, in den Koalitionsverhandlungen, wir hatten ein liberales Sparbuch im Vorfeld und das sollte man, finde ich, dann auch in den Koalitionsverhandlungen klar. Die personifizierte Glaubwürdigkeit bei den Bürgerrechten, wie auch heute hier. Sie haben bei Philipp Rösler gesagt, das ist jemand, der aus seinem beruflichen Hintergrund in der Tat im Bereich der Gesundheit Kompetenz sehr, sehr eindeutig hat. Sie haben bei Rainer Brüderle, den weiß Gott, der eine oder andere hier im Kongress, das werden Sie auch mitbekommen haben, nicht nur unkritisch begleitet, gerade was auch. Sie haben bei Rainer Brüderle vollkommen zu Recht gesagt, dass er Mr. Mittelstand ist an dieser Frage. Bloß, ich habe mich bei dem Gedanken ertappt, dass mich genau die inhaltliche Ausrichtung unseres vierten Ministeriums, gerade weil es ja auch gesagt wurde, dass es eben kein Schattenaußenministerium werden soll, sehr interessieren würde, weil Sie haben dort im FDP-Bundesparteitag gesagt, Sie freuen sich persönlich für Dirk Niebel. Das kann ich verstehen. Ich sage auch ausdrücklich, ich freue mich da auch für Dirk Niebel. Was wird die zukünftige Linie, die dann ja sicher schon eng abgestimmt ist zwischen Entwicklungshilfeministerium und Außenministerium, die dann eben die nächsten 4 Jahre im Bereich der Entwicklungspolitik prägen soll? Vielen Dank.